Oh, was hast du denn da Schönes? Ja, das möchtest du gerne wissen, ha? Ja. Du bist doch ein Fan von Piratenfilmen, stimmt ja. das? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Dann habe ich das Passende für dich heute in der Hand. Denn ich finde, das sieht wirklich aus wie ein Piratenmesser. Ein Piratenmesser? Ja. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt dran. Ich gebe dir das. Ja, danke schön. Du kannst ein bisschen was erzählen drüber. Machen wir. Bis gleich. Seid's gegrüßt, liebe Messerfreunde da draußen. Heute haben wir was ganz Spezielles. Vielleicht kommt ihr drauf mit, warte, ich probiere die Melodie. Wie geht die Melodie? Nein. Was willst du? Ah, Himmel nochmal. Ja, ist ja wurscht. Es geht um ein wirklich riesiges Teil. Und für uns beide sieht es aus wie ein Piratenbowie. Und zwar ist es das hier. Zack. Da, der Bandit. Das ist ein Apparat. Wir holen ihn mal raus. Bam. Der ist nicht schlecht. Das ist der Bandit, hergestellt von Shade Indonesia. Wirklich ein super stylisches Bowie. Schaut euch mal das von nahem an. Ich hoffe, man sieht es gut. Ich komme ein bisschen näher. Also wir haben hier eine nicht klassische Bowie-Klinge, glaube ich. Übrigens, da oben ist das Wedge, der ist nicht scharf. Das täuscht, das sieht nur so aus. Hammermäßig, das musste man haben. Wenn wir das gesehen haben, dann dachte ich, oh, das müssen wir haben. Das ist so speziell, das kriegt man, glaube ich, sonst so eigentlich nicht. Ja, auf jeden Fall, das hier ist der Bandit. Und uns erinnert er an ein stylisches Piraten-Bowie à la Captain Jack Sparrow. Der Seeräuber der sieben Weltmeere. Nein, also vorhin Habakuk da. Aber ist egal, wenn ihr es besser wisst, schreibt es unten rein. Ja, okay, wir wollen drauf eingehen. Was haben wir denn hier von Zahlen, Daten und Fakten? Ihr wisst ja, bei uns zählen die großen Zahlen und das testen wir jetzt. Wir haben hier eine Klingen... Moment, das nimmt ein paar Millimeter ab, weil es... Ja, ist ja wurscht. Wir haben hier eine Klingenlänge von etwa knappen 30 cm. Wenn man hier hinten misst, sind es genau 30 und hier vorne sind es irgendwie 29. Dann haben wir hier eine komplette Gesamtlänge... Oh, Moment. So. Gesamtlänge sind wir bei 46 cm. Also, und jetzt kommt auch ein richtiger Burner. Wir haben hier 8 mm Klingenstärke. Zieht euch mal die Klingenstärke rein von dem Teil. 8 mm. Also das Ding ist auch brachial. Hier noch den Zwetsch ein bisschen, mit den auch ein bisschen seht. Die Form ist ja echt... Also es hat so viele Details in dem Messer. Wir haben hier auch am Griff noch was Spezielles, aber gehen wir zuerst mal auf die Klinge ein. Eben, ich würde sagen Bowie-Klinge. Ich glaube, da geben wir alle recht. Glaube ich mal. Dann haben wir hier den Zwetsch. Wie gesagt, der ist nicht scharf. Also das ist, sieht nur so aus. Dann haben wir hier den Klingenrücken. Haben wir hier noch so Verzierungen. War einfach cool aussehen. 8 mm dick. Dann haben wir eine Brute Forge Klinge, also hier oben so roh. Und unten schön spiegelpolierte Klinge mit einem balligen Schliff. Apropos balliger Schliff, schauen wir mal, ob das Ding auch schneidet. Übrigens, allererster Schnitt. Watsch. Okay, das Ding ist schon, er ist schon cool. Also wirklich. So, wenn wir vorne schneiden. Moment, ich hocke hier ganz blöd. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht kommen wir so besser ran. Ja, zack. Ich gehe mal hier oben rein. Hoppa. Hoffentlich hat man es gesehen. Hat man es gesehen, Schnuffel? Super, ich mache nochmal, weil es so lustig ist. Ja, gehen wir mal hier hinten rein. Zack, das Ding ist höllisch scharf. Übrigens alle Messer von Shade Indonesia. In diesem Sinne, grüßen wir, Greetings to Shaney. Wirklich ein sehr schönes Stück. Gewicht, ja, schon 900 Gramm. Also es hat schon Gewicht. Eben, wie gesagt, wir haben hier fast eine 30 cm Klinge, 46 cm Gesamtlänge, Stahl 51-60. Kohlenstoffstahl, Rockwell 55 bis 57. Wir haben hier auch noch, jetzt gehen wir es mal weiter, schauen wir es uns mal an. Der Griff. Der Griff ist ja auch sehr speziell. Ich hoffe, man sieht es. Langer Griff, also allein die Grifflänge hier. So sind wir hier bei, ja, 17 cm. Man kann hinten halten, also wenn man jetzt große Hände hat, ja, es wird doch noch gehen. Und man kann auch vorne reingreifen.
Am Anfang habe ich gedacht, was das soll, aber es stört mich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Man hat einen besseren Grip, also beim Hacken fällt es einem nicht so aus der Hand. Ob das jetzt für Buschkraft ist? Ja, wieso nicht? Ich glaube jetzt nicht, dass es das Buschkraftmesser der Welt ist, aber verwenden kann man sie allemal. Eben, wie gesagt, sie sind super scharf. Einmal, ja. Wir fangen hier hinten an, gehen so langsam durch und versuchen hier die ganze Klinge mitzunehmen. Ich glaube, man hat es gesehen. Ah! Das ist schon peinlich ab und zu, aber ist egal. Auf jeden Fall, ich denke, für Buschkraft, man kann es benutzen, es ist auf jeden Fall stabil genug. Jedes Messer, diese handgemachten Messer sind stabil genug, da kann man ruhig mal ordentlich zuhauen. Es gibt ja auch viele Review-Videos über diese Custom-Messer vom gleichen Hersteller. Und die zeigen sich immer als extrem robust, super stark. Apropos Review, geht doch mal auf den Kanal von Stay Wild Switzerland. Der macht immer super schöne Videos, tolle Landschaftsbilder, tolle Messer-Reviews. Aber ihr seht auch ein bisschen, wie er Buschkraft-Survival macht. Geht unbedingt drauf. Wir verlinken den, verlinken den uns unten und wir schreiben den Namen noch rein. Stay Wild Switzerland, wirklich cool. Schaut es euch an, es lohnt sich wirklich. Es ist ein Schweizer, der Buschkraft macht und schöne Bilder hat, aber auch gut zu den Produkten, wo er, also die Ausrüstung, wo er benutzt, auch etwas erzählt. Man kann viel dabei lernen. Nicht so, wie wenn ich irgendwas erzähle. Aber ja, wir sind auch keine Buschkrafter. Ja, das Ding ist wirklich hammermäßig. Ich bin ja am Mikro angekommen. Ein Hammer-Design. Wir zeigen es euch nochmals ein bisschen hier näher, den Griff. Hier hinten haben wir noch so einen Dorn. Der ist aber nicht angeschärft, also da ist nichts. Auch der da, null, macht nicht weh, massiert eher. Ich kann eben nicht weiter vor, weil ich habe da so ein Hochtischchen, damit das Mikro... So, da sieht man es gut. Ich drehe das Messer auch noch. Da kann man es gut sehen, denke ich. Der Bandit. Übrigens, wenn ihr den Bandit haben wollt, unten ist der Link, da könnt ihr es euch anschauen. Da kriegt ihr den auch her. So ein einmaliges, handgemachtes Supermesser. Anders kann ich es nicht nennen. Ah, das möchte ich auch noch kurz zeigen, wie es geschliffen ist. Also, sowas ist schon sehr einzigartig. Also sowas findet man, denke ich, wirklich nicht viel. Was haltet ihr von diesem Teil? Schreibt es unten in die Kommentare, bin echt gespannt. Ich bin Fan von solchen Sachen. Ob sie jetzt so mega funktional sind, das ist halt eine andere Geschichte. Aber ich denke, verwenden kann man es auf jeden Fall. Es ist halt ein bisschen groß, aber wie ihr wisst, groß und brachial, so muss es sein. Dazu noch kurz gibt es diese Lederscheide, auch handgemacht. Das ist die Lederscheide. Einfach, aber von hoher Qualität. Ganz einfach mit der Gürtellasche. Und fertig. Wer will, kann auch eine Kydex machen, wenn ihr das könnt. Das Presse und zack. Jo, also zack, ist einfach. Ist auch wieder nicht. Aber wir sind jetzt heute hier für den Bandit. Ich möchte noch was zeigen. Ah, Lineatloch hier vorne. Aber er hat auch im Griff diese Löcher. Das hätte ich fast schon so angefasst. Er hat auch hier noch ein Loch. Hier und hier ist nochmals ein Lineatloch. Also ihr habt da diverse Möglichkeiten. Hier und hier. Jetzt schauen wir noch schnell den Balancepunkt. Ja. So, sieht man es? Ja, perfekt. Da ist der Balancepunkt, also auch. Ja, ich bin total begeistert von diesem Teil. Und der Bandit. So, jetzt seid ihr dran, schreibt unten rein. Was haltet ihr vom Bandit? Übrigens, wir haben jetzt noch eine größere Ladung bekommen, solcher speziellen Unikate, zum Beispiel hier das Titan. Special Titan Tanto, das Teil ist auch babam. Also die werden alle noch vorgestellt, ihr könnt euch freuen. Wenn ihr auch weiter solche Sachen sehen wollt oder vieles Neues, was noch kommt, dann würden wir uns für ein Abo sehr bedanken. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen, das freut uns immer wieder, dass wir ein bisschen mit euch kommunizieren können, mit euch Messerfreunden, ist immer cool. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt und bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt, bis zum nächsten Messer.